Ja, mein Bild bleibt stehen. Hallo? Ach du Scheiße. Der hat mich eine ganze Zeit angegriffen, ne? Ja, der hat dich die ganze Zeit angegriffen, genau. Ja, bei mir ist ein Standbild gegriffen. So, Quest gemacht, wir gehen aber trotzdem weiter. Dann gucke ich mal, Herr Kollege, der auch jetzt hat, der auch jetzt da unten durch muss. Ja. Darauf habe ich nämlich gewartet, als. Weil das ist ja wichtig, dann sparen wir ja zwei Wege. Wir haben den gleichen Weg da hoch. Glaube ich. Weißt, ja, wir haben wahrscheinlich auch die gleichen Quests. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es bei Ihnen anders. Sie müssen jetzt zur Schmiede, glaube ich. Ah ja. Heißt ja, glaube ich, diese Laserschwertschmiede. Oh, Laserschwertschmiede, wenn ich das schon sage. Das hört sich ja echt interessant an. Ja, ich glaube, du, Vanius und ich, ich glaube, wir beide sind dann froh, wenn wir es dann haben. Wasserfalle, ich muss da gleich links einbiegen. Jo, hier ist auch mein Quest für den Botschafter. Dann gehe ich mal mit denen dann weiter. Es liegt alles auf dem Weg, das Geld, ne? So, dann mache ich mal eine Platzwunde gleich. So, ab davon. So, und herzlichen Glückwunsch zu Level 10. Dankeschön. Ja, ich brauche noch ein paar Striche. Dauert auch nicht mehr lange, dann bin ich auch ein Level aufgestiegen. So, ich mach mal Halligalli. So, jetzt geht's weiter in Text. Ich habe auch noch einen Bonus hier drin. Besiege 12 Gegner. Also wir sind schon bei 9 jetzt. Das ist der 10. So, noch 2. Also auf privat würde ich jeden Gegner töten hier drin. Auf jeden Fall, weil. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das du dazu? Ja, da wurde auch mal langsam Zeit. Und der Bekleider, was du da so gut betont hast, den kann man auch zu verkaufen schicken, da ist er wirklich praktisch. Aber das hat ein Gegenteil, er verkauft dir die Rüstungsstücke. Nicht. So. Aber dazu später, dazu später. Dazu später mehr. So, jetzt kriege ich auch wieder meinen Partner, ja? Und jetzt habe ich auf die Klut ausgedrückt. Hat Marlin euch verletzt? So. Habe ich meinen Partner? Das weiß ich nicht. Weil das Bild hier bei mir wieder hängt. Bei mir hängt es auch. So. Ihr seid immer noch eine Person, Kaisen. So. Ja, ich habe jetzt auch meinen Partner. Mein Gefährten. Oh, sehr schön. So. Der ist jetzt auch gleich. Ich mach mal erstmal die Skills alle rein. Aktivieren. Rad, alle. Gut. Wie mache ich das jetzt zurück? So. Der hat jetzt alle Skills noch aktiviert. Also, das ist eine Eidechse. Zu Alien gesehen mäßig. Ja. Ja, aber man kann in dem Spiel 5 Partner nehmen. Also 5 Gefährten. Laufen des Spiels bis Level 50. Und wenn das jetzt 5 Level weitergeht, das glaube ich nicht. Wenn jetzt Level 60 kommen würde, dann kommt bestimmt ein neuer Gefährte. Alle 10 Level mal wieder neuer. Weil es arg schon lange dauert, ey. So, jetzt machen wir jetzt den Kollegen-Quest. Genau. Ja. Gut.
So, jetzt müssen wir wieder hier rum, ne? Ja, genau. Dann geht's jetzt zur Schmiede. So, jetzt kommen jetzt endlich mal mehr, kann man sagen, Leute auf unserem Bildschirm. Ja, den brauchst du nicht anzugreifen. Hat sich schon erledigt. Und das Gute ist, das, was die KI schon gut. Was das Gute ist, die KI schon dort gut zeigt, wenn ich einen Gegner angreife, geht er automatisch zum einen anderen Gegner, der mich angreift. Also wir teilen die Gegner. Genau. Ich und meinen Gefährten. So, jetzt mal zu der Info. Und zwar, ich gehe diese hier weiter lang. Ich kriege jetzt endlich mein Laserschwert. So. Ja, meiner muss ich noch warten. Das Laserschwert kriegst du erst ab Level 10, war das, glaube ich, ne? Ja. So, ich muss da auch noch rein. Ich muss auch noch da weiter. Vielleicht kriege ich auch erst das Schwert. Jetzt früher als du. Ja, das kann sein. So. Ach, hier ist ja noch Bonus drin. Wir müssen noch 15 besiegen hier drin. Ach so, okay. Noch. Ja. Wie die alle heißen, die haben unterschiedliche Namen hier, Fleischräuberkämpfer, besiege die Fleischräuberkämpfer und die umprogrammierten Druiden. Hast du Lust, da den Gegner da, den Elite-Gegner zu töten? Den da? Ja. Oh, der ist Der ist 9. Und ich bin 10 und du bist Level 9. Ich glaube, wir schaffen den. Und wir haben noch unsere Gefährten. Ja, das ist auch nochmal ein Knackpunkt. Und die helfen ja aus. Wir können das versuchen. Mehr als sterben können wir nicht. Hat nicht geklappt, scheiße. Ja, wir haben noch hier Halbpacks. Sehe ich gerade in meinem Inventar. Im Notfall hau ich mal einen rein da. Ja, der erste Droide ist schon mal tot. Jetzt ist meiner dran. Aber wir haben ihn bald. Mein Gefährte ist Geschichte. Happy Birthday! Und somit haben wir den Elite gekillt. Ja, der hat uns geholfen. Der Gürtel ist gut für mich. Okay, machen wir beide Gear. Bist du damit einverstanden? Was beide hier? Bei Gear. Oh, was ist denn hier los, ey? Hallo? Ah, jetzt flüssig. Habe ich den Gürtel? Ja, ich habe den gekriegt. So, ich heile mal meinen Gefährten. Wo ist denn der? So. Jetzt muss ich da runter. Hier geht's runter. Der war ja gar nicht so übersehen, der eigene. Den habe ich als übersehen, ne? Ja. Den kann man nur übersehen, wenn man dann angezeigt wurde. So, was gibt's denn hier zu gucken? Kriege ich jetzt mein erstes Laserschwert oder nicht? Das ist aber wirklich ein neues Gebiet hier. Das kenne ich noch nicht. Ich kenne das auch noch nicht.
Wir müssen vor allem aus den Flammen raus. Das ist das sehr wichtig. Ja, müssen wir. So, da oben ist einer. Ich musste 5 von den Viechern killen. Also noch 4. Wie groß ist denn eigentlich das Terrain? Ich weiß gar nicht. Oh, guck mal auf die Karte. Und bleibt wieder das Bild stehen. Ja, schönen Dank, Ramon. Du mich als genervt hast mit dem Scheiß. Bleibt jetzt immer das Bild stehen, ab und zu mal. So, wir gehen jetzt mal weiter. Da müssen wir rüber, da. Da unten geht's auch noch weiter. So. Bei mir kommt eine Sequenz. Nichts weiter suchender. Nur ein. Ich werde im Feuer stehen und euch mal. Ja, ich hab mich verbrannt. So, ich guck mal erstmal, was hier ist. Nee, ich gehe ja wieder raus. Es geht auch noch weiter. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja, kann, ja, kann auch mal passieren. Keine Orientierungsschwäche gewesen. So. Aha. Ich. Mann. Was war denn das jetzt? Hallo? Hast du das gesehen eben? Nee. Nicht wirklich, es war zu schnell. So, jetzt kann ich nur langsam laufen. Komisch, ne? Ja. So, jetzt muss ich das mal suchen. Jetzt habe ich hier den Stein angreifen. Ich werde nicht kampflos sterben. Das war falsch, ja. Doch, richtig. Und ich laufe immer. Ach, das ist ein Elite-Scheiße. Level 50! Ja, vielleicht will er nur ein Gespräch machen. Kick ihn mal an. Level 50 ist unmöglich, dass. So. Ich weiß. Jetzt bleibt das Bild wieder stehen. Und jetzt die anderen Spieler battlen wieder mit 5000 Credits. Ich, ne? Dachte, ihr wolltet eure Hilfe. So, ich. Ich verstehe, was auf dem geht. Gut. So, ich habe hier. Ja, hier kann ich auch mal kurz erklären. Hier sehen wir jetzt mein Aussehen, das, also mein Begleiter kann einen neuen Aussehen haben, aber ich kann das leider nicht nehmen, weil ich keinen Abonnent habe. Doch, ich kann es nehmen, aber ich kann es nicht einsetzen, ne? Ich kann es nicht ausrüsten, ich weiß nicht warum. Okay. So, was habe ich Neues gekriegt? Ein Hemd. Gut, jetzt geht's wieder raus mit der Geschichte hier. Du musst hier was machen. Ja, genau. Diese 5 Dinger killen, ne? Ja, genau, und ich muss diese 5 Dinger killen. Ja, hier schon. Also, 5 Mobs. Raus aus dem Feuer, bitte. Habe ich nicht geachtet, wie viel noch? Noch ein paar. Ja, da oben muss auch eine Zahl stehen, oder? Ja, noch ein paar. Also, ein paar, das hört sich an wie. Also, zwei Stück ungefähr. Gut, hier ist einer. Da ist einer. Teilen wir uns. So, da oben kommt schon einer. Richtung Weg. Vanios, komm mal grad. Ja, jetzt habe ich Probleme. Hat sich schon erledigt, ja. Ja,
Fertig. So. Fertig. Ich will dir mal was zeigen. Was denn? Komm mal mir her. Ist am Würfel irgendwo. Nein. Ich will dir mal zeigen was. Und das ist bei Jedi Rittern einzigartig. Ja, ah, du meinst hochspringen oder noch? Ja, genau. Und zwar als Jedi Ritter ist zum Beispiel jetzt hier oben, wie ihr sehen könnt, ein Gegner. Ja. Und ihr habt diesen Machtsprung. Und der ist jetzt einvisiert, der Gegner. Und damit kann ich den Gegner anspringen. Das ist sehr praktisch. Und das ist sehr praktisch, wenn ihr PvP zum Beispiel macht. Und das sieht dann ungefähr so aus. Da seid ihr schon schnell da hoch. Ich kann das leider nicht. Genau. Oder kriege ich auch diesen Machtsprung? Nee, meiner weiß nicht. So, er muss aber alleine oben klarkommen. Und mein Bild bleibt da stehen. Das ist unmöglich. Nur wegen Ramon, ey, ne? Ja. So. Ausdauer minus. Nehme ich nicht. So. Ich habe auch noch einen Trick da auf dem Lager. Der Vorteil hat der Botschafter, ich kann mich eine ganze Zeit unsichtbar machen. Ah ja. Wer jede Rede nicht hat. Aber auf der späteren Spiel hat er eine Fähigkeit, da kannst du dich ganz kurz unsichtbar machen. Genauso wie der Sith. Ich habe ja mal ein Level 50er gehabt hier. Den habe ich aber leider verloren, weil BioWare wieder andere Probleme hatte, ne? Ja. So, und jetzt holen wir endlich mal deine Laserwaffe. Nee, jetzt muss ich da auch noch weiter oder hoch. Vielleicht kriege ich jetzt meine Waffe. Genau. So, hier müssen wir auch noch. Ich weiß nicht. Ich bin einfach mal durch. Also hier habe ich großartig nichts zu killen. So. Sind wir da so ruhig geworden, ne? Ja. Oh, jetzt habe ich wieder Stammbild. Du? Ja, ja, jetzt geht's. Hast du auch, manchmal. Ja. Verstehe ich nicht, warum das alles kommt, ey. Ja, diese langen Laufwege immer richtig langweilig, ne? Tja. Ja, kann man nichts machen. Ist eben so. Wir kriegen aber dann später so eine Fähigkeit, wo man schnell rennen kann. 35% schnell ich rennen kann. So, da ist jetzt mein Eingang und da hinten ist der. Vom Feuer von mir der Eingang. Ja. Weil wir gehen erstmal hier rein und dann gehen wir die andere Seite rein. Genau. Und dann lassen wir uns töten. Nee. Ja, nee. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Das wird auch noch richtig spannend. So, hier habe ich auch noch keinen Bonus. Jetzt habe ich einen Bonus. Jetzt muss ich 12 Viecher hier töten. Von den Hüllendingern da. Was wir gerade besiegen. So, ich guck mal, wie groß die Hülle ist. Also groß ist die auch nicht. Hier geht's ja noch mal weiter. Und da komme ich auch noch zur Schmiede. Okay. Was war denn das hier? Ach so, ja, Schmiede heißt auch Laserschwert. Ja, also ist anders aufgebaut. Bei dir ist das die linke Seite nach oben, bei mir ist die rechte Seite nach oben. Ah ja, ausgesehen. Also musst du auch noch durch die Höhle rennen. Ja, wahrscheinlich. So. Man kann ja auch seinen Begleiter ausstatten aus Ausrüstung auch. Aber das Blöde dabei ist, den kannst du, wenn es zu Schaden, also die Apparaturen, die werden
pro Level immer teurer und als du auf Level 50 kommst, werden die Rüstungsteile richtig teuer zu reparieren. Ja. So, was ist das? Wie geht die da? Irgendwie fest. Was macht denn der, ey? Schlüssel weg. Alter. Hast du das gesehen, was er alles gemacht hat? Ja. So. Aber es war interessant. Mal interessant, ne? So, ja. Jetzt geht's wieder. Ich hänge. Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Erstens mal, weil ich diesen Gegner noch nicht kannte. Und, war ziemlich guter Gegner. Also, ich finde ihn gut. Also, wenn ich mein Laserschwert habe, bin ich besser zu bekämpfen. Ja. Also, das ist so ein kleiner Boni, Schadenboni. Außer diese Hülle da wieder raus. Ja, mein Begleiter kann auch manchmal reden, was hier so passiert oder welche Gegner gegenkommen. Ja. Was ist der Standarddialog immer? So, jetzt haben wir den auch besiegt. So, dauert immer lange.